Hallöchen, Popöchen, willkommen bei einem neuen Video. Neuen Video. Ersten Apart von Advanced Warfare. Ich habe gerade schon ein bisschen gezockt. Bin jetzt auch Level 5, genau. Und mal gucken, was man hier so reißen kann. Ich habe jetzt schon ein paar Kills. Ich spiele neutral 4-4. Nice. Auf jeden Fall. Hier hole ich mir den erstmal hier. Einfach mal random. Ich habe keinen Boost, leider. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich hier den nächsten Gegner. Da haben wir ihn. Ich muss sagen, an World of Warcraft habe ich schon auf der PS3 ein bisschen gespielt. Und ich fand es einfach mal richtig geil. So einen klassischen Shooter. Ich habe jetzt so eine Testversion. Ich habe nichts für dieses Spiel bezahlt. Ich habe es jetzt für einen Monat bekommen und darf es halt ein bisschen testen. Vielleicht kaufe ich mir dann, vielleicht tausche ich dann komplett. Das habe ich ein bisschen gefailt jetzt ein bisschen. Ja. Vielleicht tausche ich dann, weil ich, wenn ihr wollt, Minecraft Let's Plays auf meinem Kanal, müsst ihr mal schreiben, dann kommen wieder nach einem Monat Minecraft Let's Plays, weil ich dementsprechend jetzt das Spiel dafür getauscht habe. Aber halt auch nur für einen Monat. Wieso eigentlich? Wegen, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ne? Ich wollte auch mal was Neues spielen. Und die Waffe gefällt mir eigentlich ganz gut, aber auf der Distanz ist die nicht so gut. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich mir jetzt extra vier Spiele so eine Cap gekauft habe, und zwar die Advanced Warfare Cap. Die ist eigentlich voll easy. Was ist das denn für eine Waffe? Ah, so eine Laserstrahlwaffe, oder? Okay. Muss jetzt nicht sein. Meinung nach. Muss jetzt nicht sein, aber gefällt. Okay, die ist. Nein, keine Sniper, bloß kann ich dann. Geh mal schlafen, ja. Sniper. Gut, wenn man schneiden kann, aber die Sniper sind halt nicht One-Shot, deswegen finde ich die jetzt nicht so geil. Vielleicht, wenn man so ein paar Extras drauf macht, wird die vielleicht etwas besser sein. Aber die Sniper lassen wir jetzt erstmal aus dem Spiel. Na gut, habe ich gesagt. Gut. Dann hole ich mich. Ja, moin, er ist einfach mal down und von wo wird denn jetzt angeschossen? Okay, verstecke ich mich jetzt mal hier drin kurz. Okay, er zeigt sich nicht mehr. Dann hole ich mir den. Ja, hey. Na gut, hab ich gesagt. Muss man jetzt nicht verstecken. Also, von mir aus könnte es einfach so die ganze Zeit laufen, aber muss jetzt auch nicht. Hauptsache, ich habe nur ein einigermaßen gute KD. Ich bin jetzt nicht so der heftigste KD-Spieler, aber so eine einigermaßen gute KD müsste schon drin sein. Ich habe jetzt gerade vom Geschütz geholt, das ist natürlich nicht so gut. Aber mein Team verliert auch gerade und ich spiele positiv. Das ist natürlich gut. Ich will dann auch halt auf die entsprechende KD. Und das ist ja dann super dupi. Super, super. Die Cap hat jetzt nur so ungefähr die 5 Euro gekostet. Hätte ich die jetzt in Holland gekauft, das ist gute 20. Ja, ich habe sie jetzt zweimal gekauft. Wieso? Die alte war ein bisschen ausgeleiert. Und für den Let's Play wollte ich euch mal ein neues Produkt vorstellen. Ja. Was wollte ich noch sagen? Natürlich am Dienstag, jetzt jede Woche Dienstag, kommt ein neues Let's Play. Wir haben jetzt zwar zwei, welche Wochentag haben wir gerade? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, Donnerstag haben wir. Natürlich, wir haben heute Doppelstunde Kunst. Das ist natürlich nicht so prickelnd, denn ich hasse Kunst. Kunst ist einer der Fächer, die ich nicht mag. Aber. Yeah. Motherfucker. Scheiße.
Was wollte ich jetzt gerade machen? Sagen, ach ja. Ich nehme jetzt so ein kleines Project Placement auf. Also, Unwanted Warfare für die PS4 ist eigentlich ganz nice. Denn Scuff gab es auch schon bei der PS3. Aber ich finde den PS4 Scuff einfach noch ein bisschen besser. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach nochmal für die PS4 ausgeliehen. Und, aha. Okay. Ja, es spielt ein bisschen negativ. Das ist natürlich nicht so gut. Aber was soll man machen, ne? Die Gegner sind gut. Wir sind gut. Und wenn die Gegner auch gut sind, dann spielt man schon mal negativ. Ja? Weil, hallo. Man kann nicht immer positiv spielen und Gegner dann auch schwitzen. Also war richtig am Arsch. Ich kann mich mit Schwitzern schon messen, denn selber ein Schwitzer. Also auf, in ein paar Computergames bin ich schon der heftigste Abfucker der Welt. Ich spiele nämlich mit Schrotflinte. Ich muss mal hier gucken, gibt es hier eine? Tatsächlich gibt es ja eine Schrotflinte, aber auch generell spiele ich Schrotflinte, also Battlefield-Teilen, da haben wir einfach eine bessere Auswertung und ja, nice! Ich habe noch von hinten geholt, ist natürlich nicht so cool, aber naja, dort habe ich hier die Schrotflinte. Muss ich mal ein bisschen gucken, ob man auch nah genug an die Gegner kommen kann, weil sonst funktioniert das auch nicht. Und das wäre natürlich nicht so gut. Und ja, Moin. Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Nicht unbedingt. Was habe ich gesagt? Ah, die Waffe kenne ich auch noch. Die ist ganz geil eigentlich. Ja, One-Hot-Shot ist die eigentlich. Ja, moin. Kakala. Was ist das hier? Okay, ich muss noch ein bisschen austesten. Ich würde jetzt sagen, ich finde es nicht schlimm, wenn ich jetzt ein bisschen negativ spiele, denn wenn ich eine gute Karten mache. Ja, geil. Ich kann besser mit Visier. Ja, das habe ich. Also, noch ein Kill gemacht, das ist natürlich geil. So. Ich bin mal kurz auf K. Ich muss kurz weg. Und dann sehen wir uns einfach morgen. Also am Dienstag. Und morgen werde ich dann ein neues Video hochladen. Bis dann. Tschö mit Ö.